Hallo du, schön, dass du zu mir gefunden hast. Wenn dir mein Kanal oder meine Videos gefallen, drücke doch bitte den Abonnierknopf, den Like-Button und die Benachrichtigungsglocke, um über neueste Videos von mir informiert zu werden. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Mann. Ja, Hallöchen Puppöchen, herzlich willkommen zu einem Let's Last Human Fall Flat. Ja, ich habe das Spiel vorhin ganz zufällig bei Steam entdeckt. Wir machen mal auf ein neues Spiel starten und schauen mal, wie es ist. Ich kann mir da drauf noch nichts reimen. Oh, heilige Scheiße, was ist das? Linke Maustaste, rechte Maustaste und die Fernbedienung zu aktivieren. Aha, oh yeah, oh yeah, Bitch. Okay, ey, warte, da liegt was auf dem Boden. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Okay. Lol. Okay, angeschlossen. Ah, besser. Okay, cool. BLA springen. Und X ist liegen. So wie es aussieht. Ey, scheiße, ich kann nicht aufstehen. Steh auf. Oh, nein. Hab ich ihn getötet? Nein, okay, er steht hier. Ah, okay, gut. Oh. You've just grabbed an instructional video. Hold it tight. Great. Whenever you're lost or otherwise in despair, look around for such remotes. Once activated, don't provide instructions. Okay, das. Totally useless. If there is no remote around you, you may return to initial despair, or you may start looking for ways to solve the puzzle instead. Okay, also scheint so ein Rätselspiel zu sein. Und dann. Mann. Macht, warum tut er das? Steh auf. Okay. Dann gehen wir mal. They will run into every door they encounter. Wie er läuft. Das sieht aus. Ich feiere das. Okay, das ist ein Klopf. Bam. Die Geschichte ist cool gemacht. Also der Erzähler. Was es so einen Zusammenhang hat. Oh. Hand direction. As you may have noticed, you will reach for things that you're looking at. If you can't grab something or push a button, don't blame your hands. Blame your head. You may need to look up to grab something that is high. And you will have to bend over to reach something that is on the floor. Don't worry, this is a safe place. Okay, also wieder was gelernt. Was ist hier unten? Ah, nichts, okay. They will reach high and bend low to achieve their goals. Ah. Okay, wieder was geschafft. Weiß jetzt nicht, ob das. Ja, okay. Cool. Wow. Super. Klasse macht er das. Bin so stolz auf ihn. Warte mal, ich glaube, ich muss mal V-Sync aktivieren. Weil in der Aufnahme, ich glaube, das sind zu viel FPS für OBS. Ja, jetzt läuft's besser. Okay. And grab opportunities with both of their hands. Was ist nichts hinter? Ich gehe einfach mal hinter. Ach du. Fly and never will.
Okay, jetzt lädt die nächste Map. Oh, okay, sieht ein bisschen sehr verunfallt aus hier. Oh, ich drücke mal die falsche Taste. Steh auf. Okay. Man kann bestimmt klettern. Oder Dinge ziehen. Wir versuchen es. Ah, okay, das klappt. Cool. Okay, was gibt's hier? Kann man klettern? Oh, nee. Cool. Man kann wirklich klettern. Oh, das schafft der Kleine auch nicht. Ja, ja, los, 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 los. Oh nein, nein. Oh, er küsst die Wand. Er hat die Wand ganz so lieb. Okay, warte mal, dann probieren wir es mal auf den... Auf die andere Methode. Wir ziehen einfach mal die Waggons hier weg. Oh, oh, weg. Oh, okay, gut. Dann ziehen wir den noch weg. Oh. Ich wollte gerade sagen, man kann ja da durchgehen, aber kann man ja nicht. Ach, schön, dass die Musik mit einspielen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie... Also ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt oder was von gehört oder gesehen. Das ist jetzt alles das Erste, aber das Spiel ist irgendwie so simpel aufgebaut. Das könnte sogar meine kleine Nichte spielen. Wenn man es eben ein bisschen erklären würde. Okay. Ich denke mal hier hin. Ach nee. Ah, okay. Ich muss den jetzt hier. Ah, okay. Ich staune, es ist halb elf. Gerade Samstagabend. Nee, Sonntagabend. Wir haben ja Feiertage. Oh, scheiße. Ich muss bald schlafen, sonst kommt mein Schlafrhythmus durcheinander. Ich ziehe jetzt hier einfach mal. Nee. Na doch, das klappt. Alter Fuchs. Oh. Okay, also das Spiel ist echt funny. Das macht schon gut Laune. Mann. Okay, irgendwie ist es auch lustig, wenn er hinfällt. Ich find's niedlich. Okay, jetzt sind wir hier oben. Ist irgendwas Schönes zu sehen? Nö. Außer da oben. Ah, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder... Ah, wir müssen... irgendwie hier festhalten. Oh mein Gott. Packt der nicht. Packt der nicht, oder? Oh mein Gott, er kriegt's hin. Er bekommt's hin. Bei den Typen. Nach oben. Nach oben. Hol dich hoch. Hol dich hoch. Schon. Tu es, tu es, tu es. Nein. Oh ja, er ist gefallen wie ein nasser Sack. Okay, gut. Wir versuchen es nochmal. Ach nee, warte mal. Ach doch. Ich muss ja irgendwie hier draufbleiben. Und dann den Waggon nach da hinten ziehen. Jetzt habe ich ist voll verbockt. Genau so. Es wird. Oh, war das hier vor. Fast runtergefallen. Oh nein, 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 nein. Oh, okay, sehr gut. Dann laufen wir mal hier rüber. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so simpel ist. Aber dafür, dass es so brutal simpel ist, macht es echt Laune. Also, ich muss sagen, das Spiel macht Spaß. Bis jetzt. Und das ist nicht wirklich fordernd, sage ich mal. Puff, puff. Sondern das ist so, wenn man spielt und man ein bisschen kreativ ist. Ah, okay, gut, jetzt stellen wir einfach die Box darauf. Okay, das kennt man so ein bisschen vom Portal.
Spiel ist cool. Ich glaube, ich werde jetzt öfter so eine Games testen. Okay, das ist wieder so eine Schachtel. Aber die schmeißt du nicht runter. Nein, er ist ein Fuchs. Oh, jetzt kriegt er die nicht. Doch, er kriegt sie. Bam. Der weiße Mann hier. Okay, da ist schon wieder so eine... Wow. Schachtel. Kiste. Das heißt, die müssen wir... Also erstmal müssen wir den Fahrstuhl runterholen. Dann müssen wir die Kiste nehmen. Und den Fahrstuhl fahren. So wie sich das gehört. Nehmen wir die Kiste. Sehr gut. Yeah, wie so eine Rockstar auf die Knie. Ja. Hier ist ein Fahrstuhl. Oh, voll daneben gehauen. Ah, jetzt. Dann nehmen wir das Kistchen und stellen es hier rauf. Schieben? Ne, schieben geht nicht. Geht nur tragen. Oh. Okay, bin ich mal gespannt. Ja, warte mal. Okay, so dass er das schafft, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wie war das? Yeah. Okay. Sorry, dass ich jetzt nicht so viel rede, weil ich kann nicht so viel dazu erzählen zu dem Spiel. Ich kann nur das aktuelle Spielgeschehen kommentieren. Yeah. Da legt er sich erstmal Runde schlafen. Mache ich auch immer. Auf Arbeit. Leg ich mich auch immer in der Ecke. Beim Kunden. Oh, nicht runterfallen. Keine Lust, den Fahrstuhl wieder zu benutzen. Oh. Yeah. Oh, oh. Achso, okay. Okay. Das sieht schon etwas komplexer dagegen aus. Und wie gefällt mir die Gegend gar nicht? Wahrscheinlich muss ich hier hochklettern, oder? Springen? Nee. Warte mal nochmal hoch hier. Ah doch, ich muss wahrscheinlich da springen. Aber eine Hilfe-Kotzhäuser habe ich nicht. Also werde ich es einfach mal mit Anlauf. Oh. Ah, okay. Ah. Okay, nee. Ach du Scheiße. Okay, wir dürfen hier also nicht runterfallen. Voll so ein Jump'n'Run-Spiel. Okay. Und voll gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zieh dich hoch, bitte, 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 bitte. Nichts machen. Ja! Ja! Oh! Bester Mann. Oh, oh, okay, ja gut. Dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Komm schon. Wo ist es? Da ist es.
To fall properly, you need to get high. This instructional video was prepared for everyone who does not feel high enough and is ready to do something about their situation. Climbing is as easy as doing yoga, the major difference being that yoga leaves you where you started, even if done properly. Let's break it down. Raise your hands. Inhale. Okay, das kenne ich schon. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Na, ich glaube, ich brauche beide Hände. Also nach oben gucken. Hände hoch. Okay. Dann spring. Climbing higher. To get even higher. Okay. Mann. Okay, das schaffen wir. Los. Okay, nee, das schafft er nicht. Warte, dann. Anlauf. Okay. Ja, wie machen wir das jetzt? Okay, ich nehme noch ein bisschen Anlauf. Guck nach oben. Ja. Ah, was muss ich machen? Ich kann die nicht loslassen. Oh nein. Nein. Ach, Scheibenkleister. Oh nee, das kann doch jetzt nicht so eine große Hürde sein, oder? Komm schon, zieh dich hoch. Zieh dich hoch, Mann. Ja, ja. Komm, 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 komm. Los! Warum macht das nicht? Oh, ich hasse dich. Oh, wir sind so gut die ganze Zeit vorangekommen. Okay, warte, ich guck mir nochmal die Kassette hier an. Climbing higher. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise your hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Ja, versuche ich ja, aber ich kann ihn nicht in die Luft strecken. Okay. Okay. Ich schaff's nur so weit. Das nervt. Versucht's ja mit aller Kraft irgendwie. Oh, muss ich einfach nur gedrückt halten? Er versucht's ja. Er schafft's nicht. Okay, ich guck mir das Video nochmal an, aber jetzt komplett. Jetzt steht da noch was. To get even higher, you need to jump before grabbing the edge. Raise your hands running toward the obstacle. Jump to grab the edge. Lower your hands, pulling yourself up. Walk forward, releasing the hands. Practice timing and use the momentum. If you don't release hands, you will make a fool of yourself, like saying goodbye, shaking hands, and walking away without releasing your hand. Etiquette says never do that. Okay. Dann Hände hoch. Laufen, klettern und springen. Ja, genau so sollten wir es nicht machen. Oh, ich hasse es. Ach so, meinte der das. Hände hoch und springen. Ja! Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, wie... Ah, sehr gut. Yeah, yo, ich bin Rapper. Shit. Okay, und spring. Und hoch. Und lass los. Und spring.
Und hoch. Und er schafft's nicht. Er legt sich erstmal lieber eine Runde hin und schläft. Okay, und die Hände hoch und springen. Und die Hände. Oh, oh, oh. Und die Hände hoch und springen. Sehr gut. Hey, du bist ja noch nicht fertig. Das Level müssen wir noch schaffen. Ich bin ja gerade gespeichert. So, jetzt ziehe ich einfach. Ups. Waggon erstmal. Und die Hände hoch. Und jetzt habe ich ihn, glaube ich. Ach man, das nervt. Ja, also das Level scheint ein richtig großes zu sein. Bald enden ist noch ein unnormal fetter Berg. Okay. Und die Hände zum Bimmel. Und lasst uns glücklich sein. Bring. Ja, er hat's geschafft. Echt jetzt. Diese Zelle fahre ich hier überhaupt hoch. Okay, gut, ich. Okay. Ich weiß jetzt, warum ich da hochgefahren bin. Oder da rangefahren bin. Okay, ich hoffe, das klappt, ey. Erstmal schön Schwung holen und. Oh mein Gott, das haben wir voll verkackt. Es wird nichts. Kann er klettern? Scheiße. Oh Mann, das war's. Ah, cool, okay. Okay, das ist nicht schlecht, das hat was. So ungefähr läuft er gerade. Okay. Okay, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Das ist hier die Frage. Oh, yes, baby! Bam! 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 Oh, geil! Huch, er legt sich erstmal kurz hin. Okay. So, was ist das für ein Geräusch? Oh. Okay, dann. What the fuck? Komm, lauf den Crack. Ach, das war der komische Stein. Ah, okay. Dann kann ich den Waggon bestimmt. Oh, nicht zu weit schieben. Nicht zu weit. Okay, zurückgezogen kriege ich ihn auch nicht. Deswegen. Spring. Oder auch nicht. Oh Mann. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen ratlos. Warte, vielleicht bin ich doch nicht so ratlos. Ah, Mann, ey, alter Fuchs. Okay, ein bisschen Anlauf nehmen.
Und die Ärmchen hoch und los. Dickerchen, komm, bitte. Tu es für mich. Komm schon, Mann. Ich will es nicht nochmal machen. War so schon scheiße. Komm, tu es. Los. Mann, 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 Mann. Nur Nichtskönner hier. Originale Nichtskönner. Oh shit. Oh fuck. Ich hab's kommen sehen. Okay, aber. Wir brauchen ja nicht gleich den Kopf in den Sand stecken. Ah, kommst du? Danke. Und wir strecken einfach die Ärmchen hoch und rennen drauf los. Los, mein kleiner Kumpel, los! Okay. Ärmchen hoch. Beide. Ja. Oh, Baby, bist du gut. Bam. Oh, Mann, ey. Oh, sehr gut. Er fliegt jetzt einfach die Treppe hoch. Ich hätte schon die nächste Tür. Okay. Hier rein. Ah, hier ist dieses Wohnzimmer. Heißt, hier gibt es irgendwo eine Kassette oder so. Glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Okay. Ja gut, wieso nicht? Machen wir hier einfach mal ein bisschen Verwüstung. Okay, ich lasse es jetzt sein. Ich weiß nämlich genau, bei meinem Glück fliege ich doch raus. Oder halt runter. Bumm. Ja, bei meinem war ich gelandet. Okay, also. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach erstmal Schluss. Weil das Spielprinzip an sich haben wir, denke ich mal, verstanden und begriffen. Und ich finde, das Spiel ist echt niedlich gemacht. Also. Ja, Knobelfüchse, das ist echt ideal. Oder einfach mal für zwischendurch, für Zeitvertreib, wenn man mal echt Langeweile hat. Und ansonsten finde ich das Game eigentlich voll in Ordnung. Die Grafik geht auch klar. Der Preis war, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, 7 Euro, 7,50 oder so. Das geht eigentlich, also. Wer Spaß an solchen Spielen hat, der wird auf jeden Fall bedient sein. Und ansonsten. Cool. Ja, und ansonsten würde ich sagen, was ist jetzt erstmal an der Stelle? Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, wieder schon reingehauen. Tschüss.